Es ist furchtbar kalt. Oh ja, der Winter kommt. Aber ihr spürt nichts davon. Nein, aber wir. Aber für uns wird es ein heißer Tag. Wenn ihr euch erinnern könnt, wir waren ja auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf und da haben wir uns schockverliebt, haben wir das genannt. Nicht wir, nur der Helle. Ja, auf jeden Fall, wir fanden ein Fahrzeug, was uns beiden gut gefallen hat. Und wir sind jetzt hier bei Cartago City. Wenn wir uns mal rumdrehen, das sind lauter Cartagos. Und da haben wir eine Probefahrt vereinbart. So. Ja, es sind die Cartagos ja, drin. Okay. Da haben wir eine Probefahrt vereinbart und da dürft ihr natürlich auch mit dabei sein. Und dann machen wir eine Bewertungsmatrix, mehr oder weniger, ob wir unseren Güstel gegen einen Cartago tauschen sollten oder nicht. Wir berechnen, was ein neuer Cartago kostet und wir werden dann eine Entscheidung heute auf jeden Fall nicht treffen, denn da hängen noch viele Sachen dran. Zum Beispiel habe ich noch eine nicht unkomplizierte Operation, allerdings nicht am Knie, sondern eine andere. Und von der hängt so und so erstmal alles ab, wie unser Wohnmobilleben weitergeht. Aber danach wären wir frei, um eine eventuelle Entscheidung zu treffen. Und bevor wir also auf den Punkt gebracht, es wird noch dauern. Ja, und jetzt gehen wir rein. Ja, genau. Die Zentrale der Firma Cartago liegt im schwäbischen Auendorf in der Nähe von Ravensburg. Das Firmengelände wird als Cartago City bezeichnet. Hier befindet sich auch ein Wohnmobilstellplatz mit Versorgung, der allgemein von Cartago zur Verfügung gestellt wird. Im Ausstellungsbereich steht eine Vielzahl der Cartago-Modelle zur Besichtigung bereit und nach vorheriger Vereinbarung kann man auch eine Probefahrt durchführen. Wir haben als erstes die Kosten für ein neues Wohnmobil unserer Wahl errechnen lassen und gehen sodann zur Probefahrt über. Probefahrt. Aus der Halle sind wir schon mal draußen. Also um das einmal zu sagen, die ersten Meter, das ist ja ein Hochgenuss. Da steht der Gustl. Da steht der Gustl. Der wird jetzt ein bisschen traurig sein, wenn er uns hier vorbeifahren sieht. Jetzt schauen wir mal, wie sich's anlässt. Also die Scheibe ist mega groß, die geht ganz weit nach unten. Ja, einen Überblick hat man hier natürlich enorm, das ist gut. Ja. So, dann fahren wir mal ein bisschen.
das Gefühl, was ich, schönes Auto, das gefällt mir sehr gut zum Fahren. Fährt sich irgendwie ganz anders als der Gustl. Einfacher habe ich das Gefühl. Helle, halte mal dein Tacho ein bisschen im Blick. Ich glaube, fährst du ein bisschen schnell. 70? Ja, eben hier. Ja, und keine Beschränkung. Okay. So, da haben wir die Schwäbische Eisenbahn entdeckt. Die ist, wo sie in? Dürlesbach. Und da fahren wir jetzt gerade hin. Ja, zur Schwäbischen Eisenbahn. Ja, ihr kennt doch bestimmt das Lied. Auf der Schwäbischen Eisenbahn ist einmal ein Bäuerle gefahren. Und so weiter und so fort. Irgendwann kommt Dürlesbach. Und jetzt fahren wir nach Dürlesbach. Und dann schauen wir mal, wie es da aussieht am Bahnhof Dürlesbach. Also ein bisschen quietschen du da auch, aber das ist das Heckbett. Ja, ich gehe davon aus, dass das halt, das ist ja jetzt ein Mietfahrzeug und da wird es jetzt nicht so richtig eingeräumt sein oder ja, so. Auf jeden Fall ein wahnsinnig super Fahrgefühl. Also deutliche Verbesserung. Dürlesbach in Sicht. Jawohl. So, jetzt müssen wir rückwärts fahren. Und da gehen wir mal kurz bitte die Kamera. Da sieht man schon, hier ist die Rückfahrkamera. Also das ist alles wunderbar angebracht. Und ich muss wirklich sagen, der fährt sich wie ein PKW. Das ist einwandfrei, ganz anderes Fahrgefühl. Und eine hundertprozentige Verbesserung. 120-prozentig. Was ich schaue mich an. 150-prozentig. Ja, jetzt wende mal und dann gehen wir an den Bahnhof. Also Fahrgefühl wirklich einzigartig, kann ich nur sagen. Ich wende jetzt einmal, schauen wir mal, ob man das hinkriegt, Rückwärtsgang, jawohl. Und? Was macht die Anzeige? Jawohl, zeigt es an, sogar mit, schau mal her, gehen wir mal. Zeigt sogar hier mit der Entfernungsmesser an. So, ich konzentriere mich lieber aufs Fahren, ja, und lasse die Kamera bei der Ossi. Ja, wir wollen ja da keine Schramme jetzt reinfahren. Nee, das wäre teuer. Ja, zumal 2000 Euro Selbstbeteiligung wäre dabei. Müssen wir nicht unbedingt tun. Für 2000 Euro können wir uns einiges an Zubehör zulegen. So, jetzt sind wir beim Bahnhof Dürlesbach. Noch nicht ganz. Die Schwäbische Eisenbahn. Ja, hallo, was denn? Hm? Ja, da wird man schon richtig begrüßt von der Bahnhofskatze. Jo, klar. Schmusekatze. Jo. Na? Musst du jetzt unseren Karthago begutachten? Hm? Ja, jo. Das ist eine Schmusekatze. So, wir gucken jetzt mal das Bäuerle an, von der Schwäbischen Eisenbahn. So, da haben wir sie, die Schwäbische Eisenbahn. Der störrische Ziegenbock. Naja, also. Und da ist lebendig die treue Katze.
ist die moderne Schwäbische Eisenbahn. Kommen wir wieder weiter, Ossi? Jawohl. Auf geht's zu unserem Karthago. So, wir verabschieden uns jetzt von der Schwäbischen Eisenbahn und fahren zum Schwäbischen Wohnmobilhersteller zurück. Pass auf, die Katze hockt genau hinter unserem Fahrzeug. Ja, schon wieder, ich fahre jetzt los. Ja, ja, jetzt gehen wir lieber, bevor wir da, ja, bevor die rennt ihr nach. Ja, ja, die rennt nach. Bevor wir die Katze noch dünnen. Ja, jetzt ist sie fort. Ja, die ist jetzt hinter dem Fahrzeug. Ja, sehr anhänglich, die Katze. Ja. Also wenn ihr mal schmusen wollt, dann müsst ihr zum Bahnhof nach Dürlisbach. Ja, da muss man ganz schön aufpassen. Dass sie nicht mit einsteigt oder womöglich unterm Fahrzeug ist. Okay, also, wir haben es geschafft. Also das Fahrgefühl kann ich jetzt schon mal sagen, extrem verbessert. Extrem besser. Ganz anders fahren. Und die Automatik ist super. Probefahrt mit einem kleinen Ausflug verbunden. Nach Dürlisbach. So, und alles hat ein Ende und unsere Probefahrt hiermit auch. Wenn man genau zuhört, dann weiß man schon, warum wir eine alte Heizung haben wollen, weil die Trummer ziemlich laut ist. Ja, sogar von außen hört man die sehr arg. Mhm. Ja, aber es ist jetzt kuschelig warm, deswegen haben wir unsere Jacken schon ausgezogen. Ja. Und die Probefahrt ist beendet, Ossi. Ja, Helle war begeistert vom Fahrer. Da kann ich ja jetzt nichts so dazu sagen. Ich war ja jetzt nicht hinterm Lenkrad. Mehr als begeistert. Also der Mercedes, also ich gratuliere allen, die am Mercedes unten fahren, ein ganz, ganz tolles Fahrgefühl. Also entweder liegt es am Karthago oder am Mercedes. Also Mercedes ist ganz toll. Ich denke am Mercedes. Ja, also wirklich ein ganz tolles Fahrgefühl. Und wenn ich mir nur die ganzen Assistenzsysteme vorstelle, einen wunderbaren Tempomat und alles, also macht schon einen sehr guten Eindruck. Wenn man sich das ganze Cockpit anschaut, ja, also es ist einfach toll. Was auch aufgefallen ist, das ist das tiefe Fenster, was man hier hat. Dadurch sieht man sehr gut auf die Fahrbahn. Hat natürlich auch den Nachteil, wenn einmal eine Scheibe getauscht werden muss und unsere wurde ja schon zweimal getauscht, dann kostet es wahrscheinlich auch eine Stange Geld. Unsere kostet knappe 4.000 Euro. Ja? Ja. Manche Versicherer versichert die übrigens nur für 2.500. Da müsst ihr dann bei eurem Vertrag einmal nachschauen. Und das ist natürlich dann schon ein erheblicher Aufwand, wenn so eine Scheibe ersetzt werden muss. Ich schätze mal, die liegt bestimmt bei 5.000 Euro. Das Cockpit an sich schaut sehr schön aus. Das sieht gut aus, allerdings, dass es so weit nach unten abfällt, ist natürlich, weil man so weit nach unten sehen kann. Aber das ist auch, ja, Geschmackssache. Schau mal, wie kommst du an die Scheibe hin, Ossi? Ja. Ja, also das geht durch die Haube, die sie vorne hingesetzt haben bei Mercedes. Ja, ja, also da komme ich hin, muss mich natürlich strecken, ist ganz klar. Aber das muss ich ja jetzt bei uns auch, muss ich mich ja ausstrecken, das ist ja klar. Man muss dazu sagen, dieses Fahrzeug, also unser Fiat hat 7,49 Meter, also 7,50 Meter. Und dieses Fahrzeug gibt es auch auf Fiat und da hat er 7,77 Meter. Dass der hier mit 7,90 Meter angegeben ist, das liegt an der Haube, die, weil der Mercedes in der Front ja etwas weiter auslädt
und deswegen ist hier die Haube vorne dran und die macht 13 cm aus. Also im Prinzip vom Innenraum ist das Fahrzeug nur 18 cm länger, nee, 28 cm länger als unserer und es sind die zwei Türen, die es im Heck hat, die wir jetzt dann auch gleich noch zeigen werden. Was, die zwei Türen im Heck? Ja, für die Schränke. Ja, das sind zwei Schränke, nicht nur mit zwei Türen. Das war jetzt etwas missverständlich. Hohlraum mit Tür ist gleich Schrank. Genau. Ja, über die vielen Trinkablagen haben wir uns ja schon ausreichend abgelassen. So sieht es alles gut aus. Die Rückfahrkamera da unten, wobei ich sagen muss, beim Rückwärtsgang tut die ein bisschen verzögert reagieren gegenüber unserer Rückfahrkamera. Aber ansonsten ist alles soweit in Ordnung. Es muss wohl auch eine Kamera da sein zum Wasser ablassen. Das können wir ja mal schauen. Lassen wir nochmal an. Ah, da ist die Tür. Wir sind nicht angeschnallt. Nein, das ist die Tür. Ja, und angeschnallt sind wir auch nicht. So, das ist die Kamera zum Ablassen. Ah, nein, das war die Stufe wieder von Stufe, der Tür. Ja. Die muss man ganz reinfahren. Ja. So, und ist die Kamera lässt sich jetzt nicht umschalten. Ja, das muss halt üben. Ah, also, da kommen wir jetzt nicht klar, das können wir jetzt nicht zeigen. Ja. Ah, das ist die Heizung für die Spiegel. Also irgendwie muss das da sich auch, muss man das da ansehen, anzeigen können. Das Auto ablassen, ja, was? Ich das Auto ablasse, das Grauwasser ablasse. Den Diesel lässt man während des Fahrens ab, ja. Das Grauwasser zum Ablassen, da braucht man bei uns nur Knöpfe drücken und da hat man auch die Kamera gleich automatisch zugeschaltet. Das ist hier nicht ganz so komfortabel. Also das heißt dann wahrscheinlich für die Beifahrerin, sie soll aufstehen und dann Hebel betätigen. Es gibt auch Fahrerinnen. Die Ursi gibt es ja auch als Fahrerin mittlerweile, ja. Aber ich gehe davon aus, dass das mein Job wäre und da muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen großen Bock drauf. Ja, ja, die Ursi hat keine Lust, das Auto zu wechseln. Dann haben wir hier den Fensterheber, der funktioniert auch. Nicht. Nicht. Ja, und warum funktioniert er nicht? Weil am Campus kann man das nicht so einfach auf Dauerstrom stellen. Ja, also das ist jedes Mal ein Kampf, das auszuhandeln. Bei uns in Gustl ist es erledigt worden vom Hümer Werkskundendienst, der eine tolle Leistung abgegeben hat in diesbezüglich. Das kann nicht jeder. Dann haben wir das nächste und ein ganz großes Kriterium, das ist das Seitenfenster. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn die Sonne reinscheint seitlich, ja. Dann macht die Ursi einfach den Seitenvorhang zu. Ja, und das geht hier natürlich nicht. Hier ist nichts. Also hier kommt jetzt von vorne. So. Und das, das kann ich natürlich während der Fahrt nicht machen. Weil dann sieht ja der Helle nichts mehr. Genau. Und bei uns eben. Ja. Jetzt. So, und. Und haben wir eine Frontlissee oder Frontverdunkelung? Wie funktioniert die, Ursi? Ja, also. Da muss man hier draufdrücken und dann kann man das. Hier ganz nach unten mache und dann wieder. Hochschieben. Also das ist ein bisschen schwierig für mich, ja. Und sonst ist es ja ganz. Also da brauchen wir Muckis. Und anscheinend fehlen die mir. Also ich habe das noch nicht so ganz raus. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Das scheint ein bisschen schwierig zu sein. Also das muss ich sagen, ist bei uns viel einfacher. Also ich sag mal, das geht wahrscheinlich professioneller, als es jetzt die Ursi gemacht hat mit etwas Übung, ja. Mach's doch du mal. Ja.
Also bei uns ist aber, auf jeden Fall aber, besser, denn wir haben sogar zwei Rollos. Ja, und mir wäre es ein Tausender wert, so wie es beim Hümer ja auch der Fall war, das elektrisch zu machen. Aber das besteht, die Option besteht gar nicht. Und liebe Karthago-Hersteller, da muss ich wirklich sagen, warum gibt es für 1000 Euro nicht einmal die Option, sowas elektrisch zu machen bei einem 200.000 Euro Fahrzeug? Also, ich meine, das ist ja jetzt hier nicht ein 0815 Fahrzeug, sondern das ist ja schon eine Hausnummer, 200.000 Euro auf 7,77 Meter. Ja, also. So, jetzt kommt der Chef. Mal schauen, wie er das macht. Es geht, aber die Frage ist, muss das sein? Noch dazu vom Frühstück? Nee. Das ist also wirklich, also das ist, was ich jetzt bis jetzt alles gesehen habe an Vorteilen, das ist ein erhebliches Manko. Wenn ich mir vorstelle, jeden Abend und jeden Früh diese Anstrengung, nee, das muss ich mir nicht geben. Das finde ich ist ein, ja. No-Go. Es ist ein No-Go, ja. Es ist für zwei, wenn ich 200.000 Euro für ein Fahrzeug zahle, ist das ein No-Go. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und dass ich nicht einmal die Option habe, das elektrisch zu machen, das geht gar nicht. So, dann haben wir hier die Seiten. Das ist okay. Kann man schön zumachen. Und hier kann man auch zumachen. Das ist hier, also. Ja, wo ist da? Da ist es da seitlich drinnen. Ah. Klemmt jetzt nur ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, bei Karthago klemmt eigentlich vieles. Ja, vielleicht ist es eine Sache der Technik. Ja, da lass es lieber bevor. Ach, ja. Oh, pass, also, lass es lieber. Es geht alles immer schwierig. Also. Ich glaube, ja, lass uns lieber bevor das ganze Fahrzeug auseinanderbauen. Also ich sag mal, das Cockpit und der Vorderbereich ist super, aber diese Markisenlösungen, die sind nicht so ganz da würden wir uns ganz, ganz enorm verschlechtern. Ja. Und das ist ja auch wichtig, weil das bedient man jeden Tag mehrmals. Ja? Also. Ach, der Radio ist schon geil. Ja. So, dann schauen wir doch mal weiter durchs Fahrzeug. Ja. Also die Sitze, das sind übrigens Agouti-Sitze. Und jetzt haben wir hier Leder, der Sitzheizung kriegt man hier auch, das hat, da ändert sich gar nichts, also das ist im Prinzip die gleichen Sitze, die wir auch haben, mit Tisch wird man uns verbessern, das muss man sagen, den Tisch, den kann man hier, oh, ist kalt, der Sitz ist jetzt lausig kalt, den Tisch kann man verschieben, wie man will. Ja, irgendwie. Ein bisschen schwergängig. Aber ja. Das lassen wir jetzt einfach so, den kann man hin und her schieben. Also das ist hier soweit alles in Ordnung und auch hier vom Innenbereich, das haben wir ja alles schon mal gezeigt. Wir verlinken ja gerne unser Video dazu, wo wir das alles schon mal aufgemacht haben. Ich weiß nicht, ob das aufgeht. Der Busch steht da. Na dann push mal. Also da pusht sie nichts. Da pusht nichts. So, hier haben wir Technik drinnen. Ja, jawohl, das ist natürlich ein super Fach. Ja, weil der Fernseher ist gerade hier unter. Ja, zeig ihn doch mal. Und das geht. So. Bei Karthago braucht man überall Kraft. Jetzt, dann geht's hoch. Das ist super, und natürlich. Wie wir jetzt gerade erklärt bekommen haben, den kann man ein bisschen rausziehen und dann drehen, das brauchst du jetzt nicht machen, weil sonst kriegen wir wieder nicht mehr rein. Ja, okay. Und wenn er dann wieder so ist, muss man mit Kraft. Mit Einstiegsgewalt muss man da ran. Ja, und dann saust er runter. Was wir dann auch hier sehen, das ist schon etwas eng. Ja, der Durchgang ist eng. Anscheinend gibt es die Option, dass man das hier kürzer machen kann. Kostet aber ganz schön Aufpreis. Und was mir ja nicht gefällt, dieses barockmäßige, ja, also aber da kann man andere Polster sich zulegen. Also es gibt Polster, die würden uns beide gefallen und das wäre dann nicht das Gekrübelte und es wäre auch kein Kunstleder, sondern das wäre dann entweder ganz Stoff oder Teilleder. Ja,
Die Heizung ist ganz schön laut. Aber die wäre ja nicht bei uns, wir würden ja mit alter Heizung nehmen. Ja. Da muss man sagen, da gibt es einen Gasbackofen. Und der Gasbackofen hat jetzt auch den... Der hat nur Unterhitze. Ja, und es ist ja, also ist wie man sowas machen kann. Ja. Ja, ich weiß nicht, was sich da Dometik dabei gedacht hat, warum sie das machen. Keine Ahnung. Wie ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das ist ein Schatz, den sie schnell korrigieren. Aber offensichtlich bleibt es jahrelang. Ja, ja, und dieses Gimmick hier, okay, sieht ja ganz nett aus. Aber natürlich reicht uns zu wenig Gläser niemals. Kaffeemaschine steht hier hinterrum. Die brauchen wir nicht, müsste man aber dazu kaufen, dann, wenn wir hier eine Steckdose haben wollten. Ja, hier hat sich eigentlich nichts. Ja, es gibt ja noch eine. Es gibt noch eine andere Option, und zwar ist dann das Holz unten und der Hochglanz oben. Ja, also gerade umgedreht. Ja, und dann wäre auch die Wand aus Holz, wo die Ossi jetzt steht. Ja, und das wäre für uns die Option, denn Hochglanz hier am Griffbereich, da werde ich nicht glücklich. Bin ja nur noch am Putzen. Ja. Wäre nichts für mich. Aber das sind Optionen, die kann man umändern. Die Schränke sind natürlich super, weil es gibt sehr viele Schränke. Ja, und der ist jetzt unterm Herd. Der ist sogar groß. Was sind das? Das sind ja drei Flammen. Ja, genau. Wow. Oh ja, der ist kocht warm, man sieht's. Das ist ja ein Mietfahrzeug von Karthago. Also der ist öfters im Gebrauch. Ja. Das ist natürlich ein kleines Gimmick hier für die edle Tropfen, die man hat. Hoppala. Achso, ich glaube, hier war der Müll, gell? Ja, hier ist doch extra mit Mülleimer. Ja, was jetzt für uns ein bisschen blöd wäre, man muss den Mülleimer immer extra nochmal rausziehen. Also. Das lässt sich mit einer Schraube lösen, das wäre nicht der Problem. Naja, mach mal ein Licht an, Ossi, damit wir was sehen. Das sagt mein Handwerker. Noch Licht an, hier hat Schalter en masse. Nochmal, andere. Also warum jetzt? Hier ist kein Licht. Super. Ist vielleicht ausgeschaltet irgendwo? Hier haben wir Lichtschalter, aber die funktionieren auch irgendwie nicht. Also das wissen wir jetzt nicht, warum das Lichtschalter nicht gehen. Aber das lässt sich sicherlich irgendwie lösen. Eben, und hier schau mit der Spüle, das haben wir ja schon mal gezeigt. Kann man hier. Andersrum muss ich, andersrum. So, ja. So. Okay. Also Ablage gibt es hier genügend. Ja. Das ist okay. Das ist nicht okay, ja, das ist sehr schön. Ja, Apothekerschrank. Auch sehr schön. Ja. Garderobe mit ihrer Ambientebeleuchtung, das habe ich ja schon mal gesagt. Wenn da Jacke hänge, brauche ich eigentlich keine Ambientebeleuchtung. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns hängt dann doch ab und an mal was da dran. Dann machst du die Heizung ganz aus. Ja. Weil das nervt mich jetzt irgendwie, diese Lautstärke. Ja, das ist die Truma. Ja. Oh, das ist ja eine richtige Wohltat, wenn die Heizung aus ist. Also, wieso man eine Truma-Heizung in so ein Fahrzeug einbaut, ist mir eigentlich auch schleierhaft. Deswegen wählt man ja die Option. Ja, das ist aber alte. Mit Aufpreis, ja? Na ja, ist klar. Aber bei den 200.000 Euro, wo ich gesagt habe, ist das schon drin. Bist du sicher? Ja. War das jetzt nicht extra aufgerechnet nochmal? Also wir haben das Fahrzeug mit so ziemlich allen Extras ausrechnen lassen. Das sind 180.000 Euro. Und dann käme noch Vollluftfederung und Wechselrichter, Solar und so weiter dazu, was wir extern nachrüsten lassen würden. Dann wären wir bei ca. 200.000 Euro. Mit Gastank und 500 Watt Solar und vielen, vielen anderen Sachen. So, das war jetzt der Küchenbereich. Kühlschrank kennt ihr ja, das habt ihr gesehen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Gimmick, oder? Gimmick? Ich weiß schau mal, ob das Licht irgendwie, muss da irgendwie das Licht. Nein, angehen. Ich weiß nicht, ich werde irgendwo ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wo der elektrische Sicherung vielleicht draußen, keine Ahnung.
Also das Licht geht nicht. Deswegen geht nirgends ein Licht. Können wir euch nicht mit Helligkeit beglücken? Nein, muss jetzt so gehen. Müssen wir im Dunkeln munkeln? Die Dusche. Ja, also da sieht man, dass das in öfters in Gebrauch ist. Die Dusche wäre für mich sehr okay. Also die Größe langt und dass der halbe Radkasten da ist, da kann man dann leichter den Fuß abstellen, wenn man sich. Man kann Füße sich alles ist. Schön reden. Das ist umso kleiner die Dusche, umso schwieriger fällt man um. Ja. Nein, es ist im Ernst so. Ja. Die Dusche gefällt mir. Ich kann mich an Videos erinnern, wo du das sehr bemängelt hast. Die Ussi. Nein, also das ist in Ordnung. Im Übrigen sind wir uns da nicht einig. Wenn ich mir unsere Badezimmer anschaue, unsere Badetür, und dann das Badetürenkonzept von Karthago, dann finde ich dieses Konzept fast besser, mindestens gleichwertig. Die Ursache geht gar nicht. Ja? Und zwar, ich spreche jetzt von folgendem Gimmick. Man macht hier die Türe auf und die kann man nicht durchziehen. Also die muss hier stehen bleiben. Aber man kann in den großzügigen Toilettenraum, der nämlich deutlich großzügiger ist als unserer, kann man dann diese Türe separat zumachen. So. Und schon ist man. So, schon hat man das Badezimmer nochmals geteilt. Und da frage ich mich, für was braucht man diese Türe? Die braucht man null. Die macht nur Gewicht. Null. Man braucht die Türe nicht. Ich finde die super. Ja, so gehen die Meinungen auseinander. Ich brauche sie nicht. Ich finde sie super. Da haben wir aber hier, das ist ja das ganz Besondere an diesem L. Das ist ja der 4,9 LEL. Und da sieht man, oh, ja, ein Schrank. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da allgemein, ob da jetzt Licht drin wäre. Nein, das weiß ich nicht. Da wäre keins drin. Da wäre keins drin, dann ist es verdammt dunkel. Da ist ein Licht. Ja, trotzdem. Aber das ist doch super, dieser Schrank. Und dann haben wir gegenüber liegend. Da hat man nochmal einen breiteren Schrank. Ist da auch kein Licht drin? Nein, davor ist eins. Also, das ist doch super. Nein, ist viel zu dunkel. Normal haben wir da lauter Lichter, das sind lauter Spots. Also wenn ich mal anschaue, wie viele Spots, das gibt es ja so viel wie Trinkflaschenhalter, gibt es so Spots, ja? Ist dir das eigentlich bei uns auch schon mal aufgefallen? Wir haben da auch einen Haufen Spots und haben sie noch nie angehabt. Ja. Sind fast ein bisschen viel Spots, würde ich sagen. Aber das macht ja nichts. Dann haben wir eine Trenntüre. Man braucht keinen Vorhang mehr, sondern hier haben wir eine richtige Trenntüre. Also da macht man das hier von außen und die Seite von innen. Ich weiß nicht, was das für Logik ist. So. Ja, also. Man muss zwei Türen betätigen. Ja, wenn man es will. Ja, klar. Also auf jeden Fall ist eine Türe besser als der Vorhang, wenngleich der Vorhang auch Vorteile hat, weil es einfach schneller geht. Ja. Was dann etwas sinnlos ist, ja, das ist da hinten diese drei Fächer. Was will ich in das oberste Fach reinlegen? Ja, ja, das ist das unterste, ja. Aber was will ich da oben reinlegen? Keine Ahnung, was da reingeht. Außerdem, ich finde, diese Dinger hier sind ganz schön scharfkantig. Also, scharfkantig. Und was wir auch komisch finden, das ist also, dass hier das Fenster so lang ist. Wieso? Ich brauche im Schlafbereich nicht so ein langes Fenster. Nee, das ist auch mit Kältebrücke und alles, gell? Nicht, ja, also, aber nicht nur Kältebrücke, sondern es ist auch schwerer zum Auf- und Zumachen. Jetzt muss ich doch mal gucken, wo das hier ist. Und wenn ich den Vorhang raffen will, dann ist das hier. Also, also wenn ich da dann abends oder nachts, muss ich da ja dann immer extra nochmal vorkrabbeln, weil ich den Vorhang eventuell anders haben möchte oder unpraktisch. Also da ist nicht hundertprozentig gedacht worden. Außerdem, für was brauche ich so einen langen Vorhang?
und der mir nicht mal gefällt. Ja. Also, der will ich raus. Der käme bei mir als erstes raus. Ja, und aber ganz vergessen zu fragen, ob man den eine Gutschrift kriegt. Den kriegst du nicht. Also das lange Fenster, das muss ich auch sagen, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und dann hier das Fernsehfach dagegen, das ist natürlich eine tolle Sache. Das gefällt uns beide sehr gut. Ja, also das ist natürlich eine Riesensache. Und natürlich die Fächer. Das ist alles groß. Also da kann man nicht meckern. Das ist also echt da könnte super. Man noch überlegen, ob man da nicht sogar noch einen Zwischenboden reinlegt. Ja, weil die sind sehr hoch. Weil man sonst sehr hoch stapeln muss, ja. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Das ist ja dann individueller oder so. Aber so sind sie schön. Dann ist Hegi auch sehr schön, ja. Die sind sehr. Also da hat man enorm viel Platz. Ja. Muss man natürlich noch eins sagen. Wenn ich hier diese schließe, bei uns mache ich einfach zu und es ist zu und hier muss ich immer diesen Knopf drücken. Das geht doch heute auch schon moderner. Wenn ich den einmal vergesse, geht er auf während der Fahrt. Ja. Also. Schauen wir uns das Fahrzeug nochmal von außen an und dann gehen wir in die Ausstellungshalle. Unter Bett hat es ja auch. Wir sind jetzt in dem Fahrzeug geblieben, wegen den beiden Schränken. Aber den Rest ist das Fahrzeug ohne Schränke, also noch etwas kürzer, steht dann auch in der Ausstellungshalle und da haben wir auch Licht, da können wir auch noch mal reinschauen. Sag mal, da ist auch kein Licht drin, oder? Das weiß ich nicht. Also ich da schauen wir in der Halle, Ursel, weil hier ist ja irgendwie eine Störung am Licht. Ja, also ich sehe hier jetzt nirgends. Ein Licht. Also hier drüben und drüben hat es diese großen Schränke auch noch. Ah, da ist ein Licht. Ah, nicht da drüben. Das brennt jetzt. Da drüben brennt nichts. Das ist jetzt auch lustig. Okay. Mhm. Also ich finde, in so Schränke gehört einfach ein Licht. Ja, und mit den Knöpfen, die man immer drücken muss. Das müssen wir bei uns auch. Da müssen wir bei uns auch. Na, Gott sei Dank haben wir was gefunden, was bei uns auch gemacht werden muss. Also wir gehen jetzt in die Halle und dann schauen wir nochmal das Fahrzeug ein bisschen genauer an unter Lichtbedingungen. Ja, aber das steht ja nicht in der Halle, der hat es nicht da, das ist ein kleineres. Denn ja, das ist dann der ohne Schränke, der ist dann knappe 30 cm kürzer, also nicht 97, sondern 67, sowas ungefähr. Mhm. Aber für uns käme nur der mit Schränken in Frage. Also wenn überhaupt. Ich glaube, die Ursi ist nicht so begeistert. Mercedes fährt sich so schön. Ja, aber der Rest? Ja, die Jalousie vorne ist nicht gut, das muss ich sagen. Dann haben wir auch noch festgestellt, dass diese Drittstufe hier sehr groß ist. Also diese ist sehr klein und der Abstand zu der Ausfahrbahnstufe ist dadurch sehr groß. Ja, aber das ist. Aber da gewöhnt man sich dran. Ja. Und da haben wir schon gleich ein schönes Außenfach. Ja. Hier sieht man das Fahrzeug nochmal vom Ganzen. Und es ist ein sehr schönes Fahrzeug, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mir gefällt das Auto sehr, sehr gut. Und es streitet nicht mal die Ursi ab, dass es ein schönes Fahrzeug ist. Ja, vor allem um die Farbe. Und der, den wir jetzt da zeigen, das ist der gleiche bis auf die Schränke. Und der hat eine Länge von 7,52 Meter, also der ist etwas kürzer. Auf Mercedes sind 52 und 97, 38 cm mehr hat dann der andere. Das sind eben durch die zwei Schränke. Und da sieht man jetzt schon mal gleich einen großen Vorteil zu unserem Fahrzeug. Die Garagentüre geht viel weiter auf. Ja, und es ist auch ausreichend, weil wenn man dann die Fahrräder einlädt, dann kann man sich da auch richtig. Dann kann man gut sich dann hinstellen. Ja, das also stört dann nichts. Optimal wäre es natürlich 180 Grad, aber das ist schon mal okay. Und dann, so ist der Boden, wenn man das Riffelblech weglässt, ist doch okay. Schrau. Ja, das kann man auch sauber machen. Ja. Und. Also,
Das ist eine sehr schöne große Garage. Dann ist auch eine Lichtleiste da. Da ist auch die ganze Stromversorgung und Regalsystem muss man sich natürlich separat wieder einbauen. Das ist ganz klar. Und auch die Schiene, die Fahrradschiene. Da sieht man auch jetzt die Fenster von außen. Von außen sieht es natürlich gut aus. Wir haben jetzt auch gerechnet in den 200.000, was ich gesagt habe, da sind auch, ist auch eine elektrische Markise drinnen. Und das macht natürlich... Ein Winterpaket oder was das ist? Ja, alte, das ist die alte Heizung. Ah, okay. Und von außen sieht das große Fenster gut aus. Aber wenn man innen liegt, dann zeige ich euch gleich, dass das wenig Sinn macht. Das Heck von Katago habe ich ja schon mal bewundert. Das schaut natürlich schön aus. Und auch diese Kamera, die hier verbaut ist, die ist sehr schön spritzgeschützt. Was ein Nachteil ist wieder, Ussi, kannst du mal kurz halten? Mhm. Wenn man diese Hecktüre aufmachen will, braucht man immer beide Hände. Also mit einer Hand lässt sich das nicht öffnen. Es lässt sich nur mit beiden Händen öffnen. Und das ist natürlich schon auch wieder nachteilig. Das haben wir mit unserer Zentralverriegelung günstiger gelöst. Hier haben wir den Gaskasten, das ist der Gaskasten, aber der ist verriegelt. Und da sieht man, haben wir ein schönes Durchladesystem. Das sind natürlich schon Sachen, wo man sagen muss, Katago hat wirklich was dicht dabei gedacht. Da ist der Tankdeckel. Und was natürlich jetzt gleich wieder ein Punkt ist bei uns, da braucht man AdBlue. Ach so, ja, und das brauchen wir ja noch nicht. Ja, Gott genau. Sei Dank. So machen wir hier. Da sieht man, die Tür ist schön verkleidet. Schön. Ja, hier nochmal von vorne. Ja. Beides schön. Ussi schön, Katago schön. So, und hier ist das Einladesystem. Das heißt, da kann man dann auch, da ist das Batteriefach, da kann man dann sich austoben mit Lithium-Batterien. Entsprechend wird natürlich der Zugang dann unter Umständen eingeschränkt. Denn wenn wir da reingehen, dann kann man hier anheben und dann haben wir hier auch den Zugang. Der hat also jetzt hier schon mal den Tisch verschiebbar, ohne diesen Punkt, wo man den Fuß drauf haben muss. Und da geht es auch relativ einfach. Also das ist schon mal, der Tisch ist gut. Durchgang hier ist schmal, aber das langt. Aha. So, also das ist jetzt die Variation ohne Hubbett. Kostet über 2000 Euro Aufpreis. Dafür haben wir aber auch diese zwei Dachfenster, was wir nicht bräuchten. Wir würden schon das Hubbett nehmen. Und da haben wir wieder die Schränke. Und da sieht man jetzt ja schon jetzt ein bisschen deutlicher, dass man immer hier zudrücken muss. Sonst geht es unter Umständen während der Fahrt auf. Hier auch kein Soft Close. Also das ist auch hier nur mit Federn hinterlegt. Was aber auch okay ist, schließt dann automatisch. Da haben wir jetzt den Backofen verbaut, der dann sicherlich auch Ober- und Unterhitze hat. Ja, hat er. Das ist angezeichnet, ja. Und die Alternative ist natürlich, dass zwei Schubladen fehlen. Dafür gibt es einen anderen Kühlschrank. Und unter dem Kühlschrank gibt es dann noch ein Fach. Also diese Option besteht auch. Und das ist ja auch okay.
Der Kühlschrank ist dann auch in der richtigen Höhe und steht nicht am Boden wie bei manch anderen Fahrzeugen. So, und hier haben wir auch das Auszugssystem. Und jetzt wollte ich das noch im Schlafzimmer demonstrieren mit der Tür. Das wollen wir jetzt nochmal demonstrieren, Ursel, damit man sieht unter Licht, was wir gemeint haben. Das sind also die schöne Ambientbeleuchtung bei der Garderobe. Ja, wenn die Jacke drüber hängt, sieht man sie nicht. Und hier haben wir, kann man zumachen, die Tür, ja. Geht aber nicht in die, auf die andere Richtung, das ist hier komplett zu. Dann gehe ich mal zu Ossi. Und dann können wir es hier auch nochmal zumachen. Und jetzt, wenn jemand hier in der Dusche ist oder im Bett, dann kann man ganz einfach, nimmst du mal die Kamera, kann man hier ganz einfach das rausziehen und dann hat man hier im Bad seine Ruhe. Was für mich total überflüssig ist. Und die Toilette ist auch so groß, dass man bei geschlossener Türe die Toilette benutzen kann, was bei uns nur in Fällen passiert ist, wo es ganz eilig und dringend ist. Ja. Ja, und was wir hier auch haben, jetzt können wir da mal uns ins Bett reinlegen. Nur die Schuhe ausziehen, damit ihr das seht. Nicht, dass es heißt, wir sind da mit Schuhen ins Bett gegangen. Nein, um Gottes Willen. So. Wieso muss das Fenster bis davor gehen? Wenn ich das Fenster nachts zumachen will, muss ich mich bis ganz nach vorne beugen. Das macht doch keinen Sinn. Also, ja, und wenn du den Vorhang jetzt verschieben möchtest, irgendwie, dann muss ich auch nach vorne gehen. Da muss ich bis ganz davor gehen, damit ich den Vorhang ein bisschen rauf und runter lassen kann. Also, diese liebe Firma Katago, da habt ihr euch nicht viel dabei gedacht. Ja. Nee, das ist eigentlich, wundert mich, dass das noch nie jemand gesagt hat. Oder es ist auf jeden Fall zu uns bisher noch nie vorgedrungen, also, dass das manche stört. Also mich würde es sehr, sehr stören. Um das nochmal zu verdeutlichen, wir reden hier nicht von einem 0815 Fahrzeug, sondern von einem 200.000 Euro integrierten Wohnmobil. Ja. Dann, so legt man gut natürlich, das ist ja logisch. Ja. Die USB-Schalter sind hier, das ist auch ein bisschen ungeschickt. Denn wenn hier eine Ablage wäre, ja, dann könnte man hier seine Handys und Co. ablegen und dann sind hier die Schalter direkt über den Kopf natürlich ein bisschen komisch angebracht, ja. Ja, eben. Also wenn man das Handy hinhängt, dann hängt es einem ja voll über den das Kopf. Das Kabel hängt dann über den Kopf, also. Weiß ich nicht, wie das in der Praxis jetzt ist. Vielleicht, wenn einer so ein Fahrzeug fährt, vielleicht kann er uns da ja mal mitteilen, wie die das gelöst haben. Ja, da hängt das Kabel darüber oder das Kabel geht da rauf. Das kann natürlich auch sein. Ja, in dieses Eck. Egal. Bei uns liegt das Zeug in der Mitte und das ist ein guter Hammer, 230 Volt Steckdose und haben zwei USB-Anschlüsse und die das benötigen genauso, ja. Also, es hat vieles seinen Vorteil hier, aber es sind auch viele Dinge, wo ich sage, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, genauso wie die vielen Spots, die da sind. Also, wenn man sich das anschaut, das ist ja irre. Wieso macht man da so viele Spots hin? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht. Also die Hälfte hätte es wahrscheinlich auch. Also es soll vielleicht besonders toll sein. Keine Ahnung, was man sich da dabei gedacht hat. Ja, ist halt so. Ja, dann kommen wir mal zum Schrank, zum Kleiderschrank. Das Praktische bei uns ist immer, dass die Ursi auf der untersten Stufe sitzt. Ich ziehe mich wieder meine Schuhe an. Was ich auch natürlich jetzt ein bisschen lustig finde, kann mir jemand sagen, für was man da solche Lappe hinmachen muss? Was soll das sein? Also ich sehe jetzt hier mal wieder keinen Sinn drin, denn eigentlich habe ich ja einen Bettbezug drauf. Naja, man könnte vielleicht sich manches sparen. So, also jetzt schau mal, wie würdest du den Schrank einräumen? Den Kleiderschrank.
erstmal nicht, wie ich den einräumen soll. Da muss ich natürlich jetzt stehen, weil hier das so ist und da. Und ihr seht, es ist Licht. Also drüben hat es mit dem Licht noch nicht funktioniert. Also hier ist Licht, was auch hinein gehört, meiner Ansicht nach. Mhm. Bei so großen Schränken. Also hier kannst du dich nicht auf die Stufe setzen. Nein. Und einräumen. Nein, wenn ich mich auf die Stufe setze, dann geht's nicht. Geht's schwierig. Und das die andere, andere Tür geht auch nicht. Ja, die hier natürlich ist genau das Gleiche. Ja, ist genau das Gleiche, okay. Mhm. Aber du könntest dann nochmal das Mittelteil nach vorne ziehen. Ja, da muss ich erst gucken, wie das genau geht. Wie war denn das? Entriegeln. Ah ja, da muss man entriegeln und. Ja. So, ja. Und dann kann man das hier vorziehen und dann kann man hier ein großes Bett machen. Mhm. Ja. So. So, dann schauen wir mal in die Bodenklappe rein. Ah, da ist Wasser und Abwasser, wie es aussieht. Grauwasser und Frischwasser. Mhm, ja. Dann haben wir hier die nächste Bodenklappe. Das sind zweierlei Hebel. Ach, die ist zum Klappen. Okay. Ist tief. Ist ganz schön tief. Ja. Also ja, muss ich schon überlegen, was man da rein tut. Das ist ganz hier noch eine Bodenklappe. Ja, warte mal, die muss ich ja da glaube ich da aufmachen. Also da muss man immer erst aufdrücken, immer runter, du stehst auf der Klappe. Ah, okay. Mhm. Ja, die ist auch sehr, sehr tief. Hält die von alleine? Nee. Ja, doch, ja, doch, hält. Müsst ihr eigentlich. Mhm, ja, die hält. Also das ist natürlich ein Riesenplatzgewinn gegenüber unserem Fahrzeug. Wo ist jetzt hier, gibt es hier auch ein fürs Wasser irgendwo einen Bodenablass oder für das Grauwasser? Ja, wo hast du dir das zeigen lassen? Ja. Das wird da drinnen sein, denke ich. Ist das hier auch da drin? Da hinten ist ein Hebel. Ah, hier sein. Wahrscheinlich, ja, ja, oder? Genau, das wird sein, das hier, ja. Dass man da dann irgendwie ziehen muss oder ja, so. Ja, genau, so ist es. Also ich weiß es nicht, das ist bei uns aber viel, viel besser. Dafür ist der Fernseher hier besser. Der ist echt super angebracht. Wie oft lässt man schon Grauwasser ab und wie oft schaut man Fernsehen? Ach, wir schauen nicht viel Fernsehen. Hast du das wieder vergessen? Aber wir lassen auch nicht so oft Grauwasser ab. Öfters als man Fernsehen schaut. Also, es ist ja so, ich glaube, wir haben schon oft genug gesagt, dass wir mit unserem Gustl ein wirklich auf uns perfekt abgestimmtes Fahrzeug haben. Nur unser Gustl hat 110.000 Kilometer drauf und das heißt, es kommen auch ein bisschen Reparaturen. Die Fahrassistenz, also sprich vor allen Dingen Tempomat, das lässt sehr zu wünschen übrig. Das ist eigentlich das größte Handicap und natürlich auch die Garagentüre. Aber ansonsten ist unser Gustl wirklich ein gutes Fahrzeug und es braucht schon ein sehr gutes Fahrzeug, damit das die Nachfolge vom Gustl antreten kann. Hm. Ob es dieses Fahrzeug wird, wage ich eher zu bezweifeln, wenn ich dir aus ihr Gesicht so anschaue. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, meine Bedenken sind auch der Frontroller und das ist meines Erachtens. Ja, nicht nur, es geht alles so wahnsinnig schwer. Ja, aber das ist eine Einstellung, seit der Frontroller ist ein No-Go für 200.000 Euro Fahrzeug. Das geht einfach nicht, das ist ein No-Go. Sonst vom Prinzip her hat mir das Fahrzeug sehr gut gefallen, auch wenn der Preis hoch ist. Auch das lange Fenster im Schlafbereich, wir haben schon gefragt, das ließe sich nicht ändern. Nee. Das sind aber alles Dinge, die bei dem Preis alle passen müssen und das passt uns eigentlich nicht. Und eine Entscheidung hätten wir heute so und so nicht getroffen, die hätten wir frühestens auf der CMD getroffen, weil ich ja noch Einen OP-Termin Termin habe und von der Operation hängt ab,
ob wir das Hobby so weiter betreiben können oder nicht. An der CMD hat sich das geklärt, da könnten wir dann aktiv das angehen. Aber ich muss jetzt auch sagen, nachdem wir uns intensiv mit dem Karthago beschäftigt haben, glaube ich eher nicht. Wir warten jetzt eh noch einmal ab. Ich gehe davon aus, dass auch andere Hersteller auf Mercedes umschwenken werden und vielleicht machen sie dann diese Front vorne auch nicht ganz so weit, dass sie da dann auch mit der kleinen Schnauze. Liebe Hersteller, nehmt euch das mal ein bisschen zu Herzen und macht auch vor allen Dingen die Garagentüre, dass die weiter als 90 Grad das aufgeht. Das ist ja eigentlich hauptsächlich nur bei unserem Hümer. Das ist bei Hümer, ja. Nicht bei uns im Hümer, das ist bei allen Hümern so. Ja, aber, ja, okay, bei Hümer ist es halt so, vielleicht denken die auch mal ein bisschen um und. Also wir, es ist so keine Entscheidung getroffen. Wir haben auch von vornherein gewusst, wir treffen keine Entscheidung. Wir haben uns mit dem Fahrzeug jetzt intensiv auseinandergesetzt. Wir haben das Probe gefahren und das Fahrgefühl ist einzigartig, ja. Es sind Einschränkungen da, aber das ist ja klar, wir haben ein super Fahrzeug, mit dem wir unterwegs sind. Und man wird jetzt weitersehen. Auf jeden Fall bedanken wir uns bei der Firma Karthago, dass wir die Möglichkeit gehabt haben, uns hier ausführlich zu informieren. Ja. Wir nehmen jetzt vieles mit für uns in den Überlegungsprozess. Wir haben es nicht eilig, das haben wir von vornherein gesagt. Entscheidung heute treffen wir auch nicht, haben wir auch von vornherein gesagt. Und es war ja auch okay, das war ein informeller Besuch bei Karthago. Genau. Sollte man ja schon, also bevor man sich so ein Fahrzeug kauft, sollte man sich schon damit richtig auseinandersetzen. Haben wir bei unserem Hümer übrigens auch gemacht. Ja, wir haben ihn zwar spontan bestellt auf der Messe, aber wir haben schon monatelang uns vorher mit so einem Fahrzeug beschäftigt. Also und wir sind damals dreimal zur CMT gefahren. Bevor wir dann schlussendlich gekauft haben. Ja, also und haben es reiflich überlegt. Und haben es nie bereut. Also und den haben wir jetzt schon seit 6 Jahren und sind immer noch glücklich und zufrieden mit dem Fahrzeug, auch wenn nicht alles hundertprozentig ist. Das ist bei, wahrscheinlich bei keinem Fahrzeug. Ja, ist nicht einmal bei der Ursi, dass alles hundertprozentig ist. Oh, kann überhaupt nicht sein. Das stimmt, was ich denn. Nein, nein. Also, dann könnt ihr euch mit euren perfekten Partnern könnt euch eures Lebens erfreuen. Ja, wir freuen uns auch unseres Lebens und es war unser Besuch bei Karthago. Jawohl, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne mal wieder einen Daumen da lassen. Das freut uns immer. Ja, und schreibt doch mal in die Kommentare, was euch bei eurem Karthago super gut gefällt und was euch vielleicht nicht so gut gefällt. Und ja, wir können ja hier alles reden. Wir können ja alles sagen. Reden. Wir haben uns mal ein Fahrzeug eines fränkischen Herstellers angeschaut und da ist dann ein Shitstorm über uns herniedergegangen, nur weil wir unsere Meinung gesagt haben. Also jeder darf sagen, was er will. Ihr dürft es sagen und wir dürfen es auch sagen. Genau. Nur höflich sollten wir bleiben. Ja, genau. Und ich hoffe, das ist immer geblieben. Wie gesagt, vieles ist ja auch Geschmackssache. Logisch, das so und so. Und die Bedürfnisse von jedem Menschen sind anders. Ja, also jetzt haben wir aber genug geklappert. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.